Es ist der 7. September, am Morgen um 9 Uhr. Wir haben soeben Galetta in Madeira verlassen. Steuern jetzt runter Richtung Lanzarote. Das wird uns plus minus 2 Tage und 2 Nächte beanspruchen. Im Moment noch kein Wind, weil wir in der Abdeckung der Insel sind. Das setzt sich aber in den nächsten 2 Stunden ändern. Und es ist ein Halbwind angesagt, der uns eine schöne Fahrt bescheren soll. Hinter uns folgen noch 2 andere Yachten, ein Engländer und ein Deutscher. Und vor uns ist noch ein Franzose. Und von Porto Santo her kommt noch ein Deutscher, den wir kennengelernt haben. Also, wir sind bei guter Gesellschaft. Also, Ade Madeira, auf eine gute Überfahrt. Der César Manrique war einer der bedeutendsten Architekten auf Lanzarote. Sein Haus kann man heute anschauen und ist ein Museum. Sein Wohnhaus hat einen ganz eigenwilligen Charakter. Die Pfadräume sind auf der Erdoberfläche. Und alles andere ist unterirdisch in der Lavahöhlen
unten dran. Das gesellschaftliche Leben hat sich aber unterirdisch abgespielt. Und man musste für das eine Treppe absteigen, um in die höhlenartigen Räume zu kommen. Es gibt 5 Vulkanblasen, die miteinander durch Gänge verbunden sind. Zum Teil sind sie oben offen und in der grössten Höhle ist auch ein Schwimmbad, das oben offen ist. Erlebnisreiche Tag haben wir dann bei einem feinen Nachtessen am Strand in einem schönen Örtli genossen. No matter what is going on around you, be at peace. And rise. Am nächsten Tag sind wir aufgebrochen, um die Villa Lago Mar anzuschauen. Rise into the knowing of who you are. Ist wirklich außergewöhnlich und ist wie aus 1001 Nacht. Ins ganze Anwesen kann man eigentlich gar nicht hineinschauen von außen. Es hat einen Haufen Gänge, oberirdisch, unterirdisch, verwinkelt, in steinkaunige Höhlen als Aufenthaltsraum. Einfach unglaublich. Das Herz dieser Villa ist sicher der See in der Mitte. Der bekannte Schauspieler Omar Sharif hat das Haus gekauft. Am gleichen Abend aber hat er eine Partie Bridge gespielt und hat das ganze Anwesen als Einsatz
verloren.